Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Zoom. Hier sind wir gerade direkt beim Zero gelandet, am Hafen, Leute. Zero ist ein Hafensänger, das gibt's doch gar nicht. Bobby hat eben auch schon geballert da drüben. Ist da noch ein Spieler? Aber ich sehe keinen. Ja, ich wollte ja auch, war ja letztes auch am Hafen und wollte dann hier diesen neuen Kran hoch, ne? Aber ich glaube, hier kann man gar nicht so rauf, ne? Ich glaube, hier fällt man durch die Stange durch, oder? Muss ich nochmal ausprobieren, tatsächlich. Aber ich muss mir vorher ein Bett bauen, Alter, falls es denn doch schief geht, ne? Weil ich möchte eigentlich mal hier oben rauf, Leute. Und ich bin mir unsicher, ob das geht. Bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, hier zu sitzen. Und das ist eigentlich so mein Ziel gewesen jetzt. Nun dann kam natürlich im Livestream einer vorbei und hat mich zermalmt. Das war der Zeno und noch jemand. Aber wenn der jetzt nicht da gewesen wäre, dann hätte ich auch versucht, hier rauf zu gehen. Aber ich glaube, da ist irgendwie was. Ist hier eine unsichtbare Wand oder man rutscht da runter oder sowas. Ich glaube, irgendwas war hier, dass du da nicht hinkommst, ne? Ich muss es nochmal probieren, Leute. Aber bis hier kommst du auf jeden Fall. Du kannst auch hier hochkrebsen, Leute. Da. Oder dass man dann hier vielleicht rauf geht. Und dann da so versucht, drüber zu gehen. Aber ich bin mir unsicher. Ob da irgendwie eine unsichtbare Wand ist. Aber vorher muss ich mir irgendwie ein Bett hier unten bauen. Also, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man hier drauf geht, da runterfällt, ne, und tot geht. Die ist jetzt ziemlich groß bei so einem Kran halt, ne. Ansonsten ist das schon nice. Hier, Panzerglas. Wenn man hier so hinterhängt. Man kann gut rausgucken, ihr seht selber. Und von draußen, die können nicht so gut reingucken. Nichtsdestotrotz, also, wenn die einmal wissen, dass man hier oben ist, ist immer schwierig, ne? Dann bist du ja so ein bisschen gefangen halt, ne? Dann bist du ja ein bisschen gefangen hier in diesen Kränen, ne? Weil die können dann ja hier unten zum Beispiel rumlungern. Ja, schwierig, aber naja. Ansonsten sind die Kräne schon lustig. Vielleicht geht Zero ja mal hier hoch los. Opfer dich doch mal. Wir wollen was sehen. Hops. Im Namen der PvE, Lasiro. Er hat die Smurf-Hose an. Smurf. Ja, hier einfach mal hochräumeln. Ey, das ist schon hoch, ne? Ist doch geil, Alter. Stell mal vor, und dann sitzt du hier oben. Und dann kannst du hier halt die Leute wegsnipern. Ich meine, hier guckt ja keiner hin. Wer guckt denn schon da hin, ne? Guck mal, wie klein dieser Zero jetzt ist, wenn du hier jetzt liegen würdest, weißt du? Richtig geil snipern, Alter. Wie eine Ameise, Mann. Oh, das Problem können die Roboter sein. Ich glaube, die können einen dann sehen und dann nerven die immer die ganze Zeit. Ne? Tagesendliches Gage. Tagesendliches Gage. Und hier kannst du auch sogar runterfallen, theoretisch, ne? Ins Wasser rein. Hui. Wir brauchen noch ein U-Boot, Baskam, Leute. Was haltet ihr davon? Oh, hier ist der Schatten. U-Boot von Skam. U-Boot von Skum. Könnt ihr mit euren Booten da fahren, mit Jetskis? Ich nehme mir dann ein U-Boot. Mit Torpedos, zwei Stück. Wäre auch nice, oder? Überhaupt so ein Raketenabschussding da zu installieren hier auf der Welt. Und du siehst den hier, wenn da einer die Rakete so abbrettert. So auf eine andere Base schießen oder sowas. Boah, stell euch das mal vor. Oder so dicke Kanonen oder sowas, ne? Selbst wenn es diese alten historischen Kanonen sind in der Kugel halt, ne? Sowas denn da aufbauen und dann dich auf eine Burg schießen, Alter. Überleg mal, heftig. Oder neumodische Raketen, das wäre auch lustig. Wäre ja nicht abwegig, ne? Ich meine, wir haben ja hier Mech und sowas. Das ist ja schon ein bisschen so Zukunftsmusik hier alles. Also neumodische Raketen, Leitsysteme und sowas könnte man tatsächlich vielleicht ins Spiel integrieren, wenn man wollte, ne? Ja, er ist ganz geschillt hier. Ach, er Robby hier wild macht, ne? Ist er lieber am Rumkrebs, Leute. Ist auch gut so, ne? Aber die, guck mal, wie vergammelt dieses Schrotgewehr da ist von ihm, ne? Vielleicht hat er das ja frisch gefunden. Vielleicht verkauft er die auch am Jahrmarkt sonntags immer. Da kann man ja auch ein bisschen extra Sachen sammeln für die anderen Leute halt. Da müsst ihr immer dran denken jetzt, Geld machen. Im Spiel. Also schön Zeug sammeln, was ihr dann verkaufen könnt jeden Sonntag dann da auf dem Flohmarkt da, ne? Oder was das da ist. Handelspost im Flohmarkt, irgendwie da, dieses Ding da hinten. Tolle. Ein Magazin ist drin, man sieht es deutlich. Ja, ansonsten schöne Gegend hier. Server scheint ja wieder stabil zu laufen, das ist richtig gut. Gab's ja zwei Tage so Ärger ein bisschen, ne?
Aber wir scheinen es ja wieder hingekriegt zu haben, Gott sei Dank. Ja. Ist das da? Das ist ein ganzes Brot. Zwei liegen da sogar. Guck mal. Konstant. Konstant am Mümmeln. Na, so geht man doch nicht mit Essen, oh Mensch. War verschimmelt wahrscheinlich, ne? Jo, dann lass mal gucken, wer hier noch so rum. Kräut und Fleucht, Mensch. Na, wem haben wir denn? Kira und Rati sind hier in irgendeiner Butze. Die haben mittlerweile schon 10 Häuser oder sowas, keine Ahnung. In irgendeiner Station sind sie stationiert. Und süffeln gerade am Brunnen. Also der Brunnen ist schon geil, ne? Früher konnte man ja den Trick machen mit dieser Zuckerflasche. Man hat ja auch immer Zuckermangel in dem Spiel. Und so konnte man sein Soda-Getränk immer am Brunnen auffüllen. Naja. Und so hattest du halt dann im Getränk immer wieder Zucker. Auch wenn du reines Wasser genommen hast vom Brunnen. Aber das im Getränk in der Flasche war es dann halt zuckerhaltig, ne? So hatte man auch unendlich Schnaps oder Bier und sowas alles. Also man konnte das ja irgendwie mal wieder auffüllen. So diese Flaschen halt, die man wieder auftanken kann halt, ne? Das war schon lustig. Aber das ist jetzt ja so ein bisschen, haben sie das verhindert, indem die Flaschen jetzt gammeln, ne? Je öfter du trinkst, desto eher geht die Flasche dann irgendwie kaputt ganz schnell, ne? Ja, und nach ein paar Mal trinken ist die dann zerstört, dann kannst du nicht mehr aufladen oder sowas. Da haben sie dann jetzt gegen gepatcht. Die sind am Fressen, Frühstücken. Essen Chips oder Schokolade oder Reis oder was das da ist, ne? Lustig, wie es aussieht. Ja, wir sind hier in der Bude, deswegen kann ich jetzt nicht so viel rumfliegen oder rumzeigen oder sowas, ne? Aber es sind im Moment wieder ganz viele Spieler in ihren Butzen, Alter. Und dann, ja, irgendwann muss ich ja ein Video drehen. Wisst ihr, wie ich meine? Und wenn die denn alle immer in ihren scheiß Häusern sind, ne? Oh. Dann muss ich da halt manchmal so ein bisschen reingucken, so in der Form hier. Damit wir hier ein bisschen Bildmaterial für uns zusammenkriegen, Freunde. Das ist wirklich, also ich fliege von einem Spieler zum nächsten. Und dann sind da 5 im Haus irgendwie drin und dann denke ich auch, geht doch mal raus, der Mensch. Zumindest immer dann, wenn ich gerade unterwegs bin. Aber gut, die wissen das ja auch nicht, dass ich jetzt unterwegs bin. Und so ein kleiner Einblick in den Häusern ist ja mal ganz interessant. Viel abgucken kann man sich da aber auch nicht. Hier ist alles das Gleiche. Jeder hat das gleiche Zeug hier im Grunde genommen. Also da, bis auf die Sicherheitssysteme, die ich ja nicht zeige oder so, ist ja eigentlich alle unrelevant, diese ganzen Sachen. Ja, also die frühstücken jetzt hier. Was haben wir Realzeit? 12.50 Uhr haben wir jetzt Realzeit. Die beiden sind in Action. Gut. Machen sich fit für den Kampf. Vielleicht sehen wir sie später ja nochmal draußen. Irgendwie was macht Lochen oder sowas, ne? Und wir gucken mal weiter. Oha, wir sind bei den PvE-Lern gelandet, liebe Freunde. Na, Luna ist da. Die Waldfee. Bloody ist da unten. Chrissy ist da. Jasmin ist Malochen, Olga ist wohl Malochen. Wir haben schon einen fetten Fuhrpark hier, wa? Die Lümmels. Dann ist Waldfee irgendwo. Wo ist Chris? Da ist Chris. Was macht der? Lamont ist auch da. Oh, ist ganz schön groß geworden, das Ding hier. Hier haben sie weitergebaut, ne? Das ist doch neu, oder? Das war letztes Mal noch nicht, Leute. Guck mal hier, wie viel die Werte gebaut haben. Bis hier ungefähr, ne? Das ist alles neu, Alter. Voll heftig. Chris, deine fette Burg. Ist ja da am Malochen gerade, ne? Ist auch ein schöner Platz hier, ne? Nee. Kann ich da ein bisschen schauen, wer das ist? Juice World. Kann der FG? Jocke? Kann der FG? Komischer Name. Der Jocke. 3 Leute wohnen in dem fetten Haus da. So, was macht Lamont da? Das sind alles PvEler hier. Also wir haben ja, wie gesagt, für alle Leute nochmal, ich mache mir die Karte auf, hier ganz oben sind wir, das ist diese PvE-Ecke hier, das PvE-Dorf. Ja, und wir hatten ja gesagt, hier diesen Umkreis, so dass wir da so kein PvP haben möchten, so, ne, also hier. Also sonst passiert ja wieder irgendwie Ärger oder sowas, weil das Dorf, das wird ja immer größer, das Dorf ist ja ein Squad. Also deswegen, wir haben nicht die ganze Region hier als PvE, sondern nur dieses Dörfchen hier, diesen Teil hier oben, so, ne. Und das Dorf, das breitet sich so langsam aus. Das wächst hier durch die Gegend und so. Ja? Also das ist derzeit halt so. Deswegen ist hier überall, sag ich mal, PvE-Zone, kann man das schon fast nennen. Ne? Also, wenn ihr hier so rumfahrt oder sowas, also
dass die Spieler hier eben entspannt spielen können, ne, für ihren PvE-Kram. Deswegen ist das auch hier so außerhalb so ein bisschen alles PvE, ne, außerhalb dieser Mauern. Wir bauen ja auch außerhalb der Mauern hier. Guck mal, die Liegeplätze zum Beispiel und so. Also das ist alles noch hier im Grunde genommen PvE-Zone, dass ihr da Bescheid wisst, ne. Guck mal, das hier ist alles so gesehen außerhalb von den Mauern, ne? Also nicht, dass ihr da auf den Trichter kommt, nur innerhalb der Mauern sind die dann wirklich sicher oder sowas, ne? Das soll auch schon hier so außerhalb, das gehört halt denen alles. Also das Land ist schon für sie reserviert, sage ich mal so halt, ne? So, hier eine Luna dreht völlig durch. Techno-Auto. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Das hätte ich schon mal gesehen, so ein Dreck. Bei euch auch? Seht ihr so einen Scheiß auch immer? Also mein Rechner ist neu installiert, da dürfte eigentlich jetzt nichts mehr sein. Die neuesten Treiber und so habe ich drauf, keine Ahnung. Alles, was jetzt scheiße ist, das müsste eigentlich immer vom Spiel halt kommen. Da können wir nichts für, ne? So, ansonsten, wenn die dann weiter rausgehen, ne? Oder hier irgendwie so da so rumfleucheln hier. Ich mache mal einen Kreis, so hier so irgendwie so. So, das ist der Kreis, so ungefähr. Also hier, man kann es jetzt schon von den Straßen so sehen, wenn ihr so auf Nummer sicher gehen wollt, ne? Könnt ihr euch hier so diese obere rechte Ecke hier komplett von D3 so. Das ist alles hier PvE. So, ne? PvE-Kram, ne? PvE-Dorf und sowas. Das wächst ja noch, deswegen. Ja, wir haben das halt so gemacht, dass ein Dorf, das sich hier erweitert, was aufbaut und sowas, ne? Anstatt, dass wir jetzt hier gleich so eine Mauer gebaut haben, so, ne? Ne? Sondern die sollen einfach so ein bisschen hier wachsen, so wie sie wollen. Ist ja auch eine Testphase für uns alle, ne? Wie viel das überhaupt wollen, dieses PvE. Das gucken wir ja jetzt hier auch. Das erste Mal ist es ja jetzt hier. Gleichzeitig wollen wir die PvE-Ler zusammenbringen mit den PvP-Lern. Ja, und die Welt, die wird dann gefährlich. Ab hier überall ist alles gefährlich, Leute. Ja. Also PvP-Ler mit E jetzt. Die können hier oben ganz geschillt rumwuseln. Wem das nicht reicht, ne, als PvE-Ler, der möchte mehr Schutz haben oder sowas, das geht halt derzeit hier nicht. Weil grundsätzlich wollen wir auch ja, dass wir hier ballern und sowas, ne? Also, dass es überwiegend PvP jetzt ist. Nur, dass hier eben diese Zone für die PvE-Ler geschaffen wurde, damit die Leute auch eine Chance haben, hier daran teilzunehmen, ne? Und ich denke mal, wenn denen langweilig ist beim Bauen, dann wollen die auch mal ein paar Leute abballern. Das haben sie auch schon so gesagt, ganz am Anfang schon, ne? Dass die halt nur dieses Burgenraiden nicht wollen, ne? Ja. Wenn du das auch nicht willst, dieses Burgenraiden, dann schließt du dich diesen Squad hier an. Die sind alle in einem großen Squad. Ja, so hat man gleich Leute zum Anschluss und sowas. Ja, also ihr seid dann zusammen hier im Squad drin. Ihr müsst ja nicht zusammen losziehen. Ihr könnt auch so trotzdem mit zweier Leuten losgehen. Nur, dass man halt die Leute sieht, wer alles PvEler halt ist. Ja? Ja, wegen den Zugängen und sowas weiter. Weil das ist ja gelockt. Das ist ja alles gelockt nur für die PvEler. Deswegen müsst ihr dann in einem Squad sein, damit ihr das alles so versteht. Ne, diesen Hintergrund jetzt. Ja? Und das klappt auch ganz gut. Und wer den einen nicht mag oder sowas, wie gesagt, man ist ja nur in einem Squad zusammen. Das heißt ja nicht, dass man zwangsweise was miteinander da unternehmen muss. Das ist ja Blödsinn. Man kann ja trotzdem mit seinem Kumpel dann immer die ganze Zeit losziehen. Das ist halt nur, dass du halt Zugriff auf die große Stadt dann hier hast, ne, von den PvE-Lern. Ja, also nur PvE ist es hier nicht. Das ist alles sonst PvP, wir wollen die Action schon haben, ne. Und wenn denen da beim Bauen langweilig ist, dann gehen die raus, kloppen sich hier mit den Spielern und gehen wieder zurück. Also grundsätzlich wäre ich eigentlich auch ein PvEler, weil ich raide auch keine anderen Burgen. Und weil sie das nicht machen dürfen, dürfen die PvPler auch nicht hier angreifen. Und so haben wir das auf dieser Welt geschafft, Leute. Die PvEler und die PvPler zusammenzubringen. Das ist doch toll, oder? Und bis jetzt scheint das alles zu klappen. Also Zoff oder sowas sehe ich jetzt noch nicht irgendwie. Ne? Dass da jetzt voll Streit ist zwischen den PvP-Lern und PvE-Lern oder sowas. Das haben wir hier noch nicht gehabt, also. Das scheint alles zu funktionieren, unser System, unser Konzept hier auf dem Server geht auf. Und Fair Play sorgt ja auch dafür, dass das im PvP nicht übertrieben wird, ne? Also ihr braucht hier keine Angst haben, alles zu verlieren oder so. Das gibt's nicht. So. Also hier ist auf jeden Fall eine riesige Meute. Bloody, was ist mit Waldfee jetzt? Da müssen wir mal hingucken. Die macht die Stühle weg, oder was? Ja, die baut Stühle, ne? Mal gucken. Da gucken wir jetzt zu. Was macht die Waldfee? Da hinten sind ja noch mehr Stühle am Baum, Alter. Also wer leveln muss, ne? Der kann sich hier die Stühle bauen. Das machen die anscheinend, um zu leveln oder sowas, ne? Aber dann halt auch später wieder abreißen.
Wegen den Ressourcen halt. PC-Ressourcen, ne? Ja, die bauen tatsächlich jetzt Stühle hier. Dann machen sie wahrscheinlich wieder eine Aufräumaktion später. Dann kommen sie alle an und machen die ganzen Stühle kaputt. Ne? Weil diese Hümpel da, die sieht man ganz viel. Und jeder Stuhl hat halt einen Timer drauf laufen. Und deswegen könnte das ja sein, dass das dann vielleicht deswegen mal zum Lecken kommt oder sowas. Deswegen wollen wir das verhindern. Und die Welt hier relativ sauber halten natürlich, ne? Gerade wenn 50 Spieler immer online sind hier. Jeder baut so seinen Kram, ne? Aber was willst du machen, ne? Ich kann das verstehen, wegen, man muss ja skillen. Das ist ja so, du musst ja irgendwie leveln. Und dann macht man halt so, solche Sachen hier. Das sieht aber auch irgendwie lustig aus, ne? Walfi ist auf jeden Fall hart. Einmal hoch, guck an. Also hier, guck hier mal ganz gerne zu. Ja, da ist schon wieder der erste Stuhl. Guck mal hier, das geht ganz schnell, ne? Diese ein Brett, ein Stuhl oder sowas, ne? Ja, sieht ja fast so aus. Ja, und so kommen dann diese Hempel immer zustande, ne? Mal ein Baum sind mal so viele Stühle, Alter. Wahnsinn, oder? Setz dich an. Ja, schon haben wir gleich wieder so einen dicken Haufen da, ey. Und so leveln die Leute, ne? Ja, und ihr könnt euch das vorstellen, wenn das denn jeder macht, diesen Skill-Level, Engineering oder so, ist glaube ich. Dann ist der Wald bald voller Stühle und sowas, ne? Aber dann haben wir immer einen guten Stuhlgang hier auf dem Server. Das ist doch auch was Feines, ne? Also, wenn ihr levelt, macht die Stühle dann danach gleich wieder weg, ne? Und dann ist das no problem. Weil die dauern sonst hier 14 Tage oder was weiß ich, wie lange die dann da rumstehen, ne? Das kann auch irgendwann dann ruckeln, wenn das halt alle machen. Befürchte ich einfach mal. Ja, weiß nicht. Bloody hängt da irgendwie an der Wand, ey, ganz komisch. Amant ist auch zurückgekehrt. Na, Luna ist jetzt ins Häuschen reingewandert. Also hier gucke ich immer ganz gerne, aber hier wuseln immer so viele durch die Gegend hier, ne? Guck mal, Chris ist auch irgendwie was am Bauen. Seht ihr das? Chris und Loki sind hier eingezogen oder ziehen da ein. Und wer keine Gruppe hat oder sowas, ne? Er findet hier dann gleich Kumpanen, die denen weiterhelfen können dann, ne? Oder das Spiel lernt zum Beispiel und sowas. Das ist alles no problem. Auf jeden Fall richtig geil, dieses PvE-Dorf hier, was wir hier so geschaffen haben, ne? Oh. Mir werden schon die Tränen kommen, ne? Wenn der 0.5er-Patch kommt, Leute, und wir machen Server-Vibe, dann ist ja alles kaputt, alles... Die ganze Welt ist dann komplett neu und wir müssen von vorne anfangen. Das Gute ist aber, ne? Ein Neuanfang, ja, da kann man immer, wie gesagt, auch sein Wissen, was wir hier jetzt durchgelernt haben, wieder mit einbringen, ne? Sicherheitslücken der Burgen schließen. Vielleicht zieht man auch mal woanders hin oder sowas, ne? Ansonsten, wenn sich das Konzept bewährt hat, ja, dann ist man da schon ein bisschen im Training, ne? Gut, schauen wir mal weiter, wer hier noch so ist. Na, wem haben wir denn da? Snoopy! Ja, wo ist Snoopy denn gelandet? Team Alpha, würde ich sagen, ne? Bravo Camp ist ja da drüben. Das hier ist das Alpha Camp. Tatsächlich kennen die Leute immer nur das eine Camp, was beschildert ist. Aber dieses Camp hier, das finden viele gar nicht, ne? Deswegen mache ich mal für euch nochmal die Karte auf. Hier. Das Team Alpha. Wenn ihr hier links rüber brettert, genau. Dann ist hier das Team Bravo. Das Gegencamp, ne? Alpha Bravo Team. Voll geil gemacht. Ja, Snoopy hat's gefunden und gönnt sich jetzt. Immerhin hat er schon eine Pistole, einen fetten Vorschlaghammer auf dem Rücken. Und? Eine Waffe hast du zu viel. Du verlierst bestimmt eine. Ja, ne, was ist das da? Ein AK oder was? Mensch, halt immer still. Zappelt aber auch rum hier. Vorne ist eine AK. Was hinten? Munkelt, ne? Man kann es nicht erkennen. Ich sehe nur einen Schalldämpfer aufgeschraubt. Ein halber Kompass-Sample ist es auch. Ist der zappelig unterwegs heute, wa? Voll im Stress. Ach, guck mal, hier hat sogar eine Gurke oder sogar hier. Jetzt steigt der eine und verliert eine Waffe. Pass mal auf.
Ah, er lädt wahrscheinlich doch ins Auto rein, wer weiß. Kann man sehr schnell vergessen. Dann steigst du ein und dann schmeißt du eine Waffe auf den Boden weg. Und schon hast du eine verloren. Zählt ja leider immer sehr schnell hier, ne? Gut, wir haben Snoopy, haben wir auch. Fehlt noch ein Goofy, fehlt noch. Ne? Was fehlt noch? Rapunzel haben wir. Sind wir bald alle glücklich zusammen. Nein. Polizeiauto fährt er. Der Schlingel. Na gut, dann gönn dir auch rein, Mignon. Gucken mal, was noch so los ist hier. Na, wem haben wir? Aminu. Oh, Minu. In seiner Stadt? Jo, Minus Stadt. Siehst du denn heute wieder aus? Sieht aus wie von Matrix, von dieser Trinity. Die hat ja auch immer so einen engen schwarzen Klamottending da angehabt. So ein Lederding oder was das da ist, ne? Kunstleder, keine Ahnung. Plastikanzug oder was das war. Na, es sieht irgendwie so ähnlich aus mit den Schnallen und sowas, ne? Findet ihr nicht? Ja, das ist Minu. Fetter Arkan. Ist normalerweise Sniper unterwegs, aber die ist auf Loot-Tour, ne? Loot-Tour bedeutet immer fetter Rucksack. Man läuft relativ auffällig durch die Gegend. Wenig bewaffnet. Eben weil du halt Sachen mitschleppen kannst dann, ne? Deswegen. Und heute Abend verwandelt sie sich aber wieder dann in den Hardcore-Sniper. Ja, und dann bindet sie zwei M82 so mit Tape zusammen und dann Doppelshoot. Stell dir mal vor, die könnte man so kombinieren, Leute. Wäre noch geil, wenn man hier so diese Sentry-Guns haben könnte, wa? Ey, das ist doch cool, oder? Sentry-Gun so kräften. So wie bei Team Fortress früher. Das habe ich gerne damals gespielt, tatsächlich. Sentry-Guns hingestellt und dann die gehen ja automatisch dann auf Viecher drauf zu, ne? Ob Zombies sind, ist ja ganz egal. Alles, was da langläuft, da ballern die dann drauf. Und das wäre schon geil. So, die Burgen, wenn da so Sentries stehen würden. Oder? Mal ehrlich. Man kann die denn mit Munition füllen, so. Jo. Also einen Endschuss dürfen sie natürlich nicht haben. Das wäre natürlich fies. Das wäre noch eine Idee, ne? Muss ich mal den Scum-Entwicklern schreiben. Hopp, 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 hopp. Let's go. Flop, 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 flop. Ach, guck an. El Batucan ist aus seiner Hütte rausgekommen. Durchstreift jetzt im weißen Set den grünen Wald. Na, das ist bestimmt Richtung Island jetzt wieder, wa? Man hat er sich in weiß angezogen, Leute. Und wie auffällig das jetzt ist, ne? Ja, da bist du, die Schlinge. Guck mal. Na? Barfuß läuft auch immer, okay. Ja, unser Brati, ne? Ja, er gönnt sich eine Pause. Ist ja auch schwer angezogen. Gut, Leute, dann sehen wir uns morgen wieder oder im Livestream, wenn ihr Bock habt. Und dann, bis dann.